Ja, in der Ausstellung Musik und Politik geht es natürlich auch um Frauen und Musik, um die Stellung von Frauen in der Musikbranche als Musikerin in der Musikszene. Hier stehe ich vor einem Beispiel, Nena, die unglaublich erfolgreich war 1983 mit ihrem Song 99 Luftballons. Der war nicht nur in Deutschland erfolgreich, sondern hat in der ganzen Welt durchgeschlagen, war auch auf den Hitlisten in Amerika, in England und auch in Japan. Aber das ist nicht der Normalfall. Frauen haben bis heute sehr um ihre Position in der Musik zu kämpfen und dazu möchte ich euch noch was anderes zeigen. Wir stehen hier im Raum Musik und Protest. Um diesen Eindruck zu verstärken, ist der Raum in einer rauen Betonoptik und in viel Rot gestaltet. Und was ich jetzt zeigen wollte, sind die Vitrinen hinter mir, in denen es darum geht, wie Frauen um ihre Position in der Musikszene kämpfen. Eine wichtige Figur dabei ist die Dirigentin Mascha Blankenburg, die 1977 einen Artikel in der Emma veröffentlicht hat, der dann später auch Sängerinnen wie Ina Deta und Nina Hagen animiert hat, eigene Musik zu Frauen, zu feministischen Themen zu machen, zum Beispiel zum Paragraphen 218, zu ihrer eigenen Abtreibung. Und die haben damit ganz enorm die Musikszene auch bereichert. Es hat sich dann die Band Flying Lesbians zum Beispiel auch gegründet, die erste reine Frauenrockband, die auch international sehr erfolgreich waren. In den 2000er Jahren gab es dann erste Ladyfeste, auch hier in Deutschland. Ladyfeste sind breite Plattformen, sind Festivals, wo es um feministische um Musik von und für Frauen geht. Aber es geht auch darum, sich untereinander zu vernetzen, sich auszutauschen und auch da wiederum die Position in der Musikszene zu stärken. Als letztes Beispiel haben wir die Rapperin Suki hier ausgewählt und zeigen ein T-Shirt, was sie veröffentlicht. Sie setzt sich gegen frauenverachtende und gewaltverherrlichende Sprache im Rap ein und ist deswegen ein ganz wichtiges Vorbild in der Musikbranche.